Wir sehen zuerst mal Perona, wie sie eine Zeitung liest und vor Tränen ausbricht. Die Titel auf der Zeitung heißt Angriff von Moria und seine Zombie-Armee. Endlich, Moria ist da. Wir haben es doch endlich erwartet in Wano Kuni. Perona sagt auf einmal, als sie diesen Artikel gelesen hatte, dass sie gehen müsste, und Mihawk sagt einfach nur, pass auf dich auf. Perona ist schon etwas verwundert, warum er denn überhaupt so lieb jetzt momentan mittlerweile zu ihr ist, aber ja, wir erfahren auch den Grund gleich, weshalb sie denn eigentlich so schnell aufbrechen möchte. Und zwar switcht die Szene einmal zu Honeycomb Island, das ist im Territorium von Blackbeard. Moria und seine Zombie-Armee erscheint dort und schreit ganz laut, rückt endlich Teach raus. Ja, aus irgendeinem Grund sucht Moria nämlich Blackbeard. Und zwar aus dem Grund, da Absalom seit Tagen wohl verschwunden ist. Vermutlich hat Absalom etwas über Blackbeard herausfinden wollen, hat sich unsichtbar gemacht, ist auf die Insel gegangen, weil wie wir wissen, Absalom ist ja ein Zeitungsreporter und von dort kam er nicht wieder. Plötzlich taucht aber Absalom vor Moria auf und hat irgendwie eine wunderschöne Frau in seinen Armen. Absalom sagt einfach bloß, sorry Boss, es war einfach so geil hier, ich hatte einfach keine Zeit mich bei dir zu melden. Moria schaut, ob es Absalom gut geht, es scheint ihm anscheinend recht gut zu gehen, doch plötzlich schlägt jemand auf Moria von hinten ein. Und dieser jemand ist niemand geringeres als Shiryu. Und dieser hat die Suke-Suke no Mi verspeist. Für alle, die jetzt nicht gleich wissen, Suke-Suke no Mi, was ist denn das? Das ist die Unsichtbarkeitsfrucht von Absalom. Moria erkennt natürlich diese Kraft und fragt, was mit Absalom ist. Ja, plötzlich verwandelt sich Absalom in niemand anderem als Katharina Devon. Denn Katharina Devon hat die Hund-Hund-Frucht Modell Neunschwänziger Fuchs. Der Neunschwänzige Fuchs ist ein Menschtier in der chinesischen Mythologie und kann sich eben in andere Menschen verwandeln. Und so hat sie sich einfach in Absalom verwandelt. Katharina sagt, wenn du Absalom immer noch willst, seinen toten Körper, der liegt gleich da vorne, den kannst du mitnehmen. Ja, sie haben wirklich Absalom getötet und ihm die Unsichtbarkeitsfrucht gestohlen und diese haben sie gerade Shiryu gegeben. Ich meine, eine mega starke Kombi. Ein mega starker Schwertkämpfer, der auf einmal unsichtbar werden kann. Hammer. Einzige Problem, was ich mit der Sache habe, derjenige mit der Suke-Suke no Mi müsste doch eigentlich eher Sanjis Gegner sein. Ich meine, Sanji wollte schon immer diese Unsichtbarkeitsfrucht haben und nun hat sie auf einmal wieder jemand anders, dann müsste er doch ziemlich pissed drüber sein. Nicht, dass Sanji auf einmal auf Shiryu losgeht während des Kampfes zwischen Zoro und Shiryu. Sind wir mal gespannt. Plötzlich klingelt die Teleschnecke und wir hören Blackbeard. Als Blackbeard lacht, erbebt die Erde. Oh, das ist, er hat die Erdbebenfrucht. Wahrscheinlich beherrscht er sie momentan so stark schon, dass schon alleine sein Lachen die Fähigkeiten von Whitebeard oder seine neuen Fähigkeiten auslösen. Und so direkt nur durch ein Lachen schon das Erdbeben erscheint. Er sagt, man solle die Regeln der Insel nicht brechen. Das ist das Paradies für Piraten. Moria soll eine gute Zeit hier haben. Wenn er Partys mag, soll er sich doch einfach Blackbeard anschließen. Blackbeard möchte, dass Moria sich ihm anschließt. What the fuck? Wir denken uns, dass Moria in Wano Kuni auftauchen wollen wird. Ich meine, er hatte ja noch eine Rechnung offen mit Kaido. Wird er Blackbeard gleich im Schlepptau haben? Wird dieser Mega-Ultra-Krieg noch größer als erwartet? Es könnte mega werden. Auf jeden Fall fragt Blackbeard Moria, ob diese denn schon die Zeitung gelesen hätte. Und zwar, die Kommandanten der Revolutionsarmee haben auf der Reverie gegen Fujitora und Green Bull gekämpft. Die Übersetzungen sind hier ein bisschen schwierig. Die eine Übersetzung sagt, dass sie 4 Tage lang gekämpft haben, was ich mir kaum vorstellen kann, weil ich glaube, nur die Kommandanten der Revolutionsarmee können nicht gegen Fujitora und Green Bull und wahrscheinlich die ganzen CP9-Agenten und Marineleute, die noch da sind, 4 Tage lang durchhalten. Wage ich mal etwas zu bezweifeln. Deswegen ist die zweite Übersetzung, dass sie halt eben vor 4 Tagen oder am Tag 4 der Reverie gegeneinander gekämpft haben, schon wahrscheinlicher. Wird aber gleich bedeuten, dass wir einen ziemlichen Zeitsprung bekommen haben von immerhin 3 Tagen, als der Akt 1 von Wano Kuni geendet hat.
und die Reverie schon etwas fortgeschritten ist. Aber es ist halt schon krass, die Revolutionskommandanten gegen Fujitora und Green Bull. Oh, diesen Kampf würde ich halt so gerne sehen. Ich hoffe, dass Oda es nicht einfach niemals zeigen wird, sondern nur erwähnt. Das wäre so schade. Naja, auf jeden Fall haben sie halt eben gekämpft, um Kuma zu befreien, der ja mittlerweile eigentlich ein Cyborg ist, von dem es sollte es nicht so wichtig sein. Aber na gut. Dann erwähnt Blackbeard noch, dass auf der anderen Seite Wano Kuni in Kaido ist, sich die Strohhüte und andere kleine Supernovae sich dort rumtummeln und dass sogar Big Mom auf dem Weg nach Wano Kuni ist und dass endlich dieser Riesenkampf auf den Thron folgt. Dann kriegen wir jetzt eine brandheiße Info. Und zwar, Blackbeard ist 2.247.000.000 Berry wert. What? Es ist halt schon krass. Also ich meine, klaro, dass er nicht weniger wert sein kann als ein Ruffy, sollte logisch sein. Aber es ist halt schon eine mega Zahl. Obwohl, die Zahl ist sogar ein bisschen komisch. 22476, das macht irgendwie, weiß nicht, ob diese Zahl in irgendeiner Form irgendeine Bedeutung vielleicht hat. Müsste man mal gucken. Auf jeden Fall, der zweite Akt von Wano Kuni beginnt jetzt. Shutenmaru und Inuarashi kämpfen gegeneinander. Ihre Kraft ist ungefähr gleich. War zu erwarten, beide konnten gut gegen Jack mithalten. Kinemon versucht, diese zu stoppen, aber Shutenmaru ist ziemlich pissed auf Kinemon, weil dieser sie eben für 20 Jahre lang hat warten lassen. Man kann ja Kinemon nichts dafür, aber das weiß wiederum Shutenmaru natürlich nicht. Tama ist nicht tot. Sie wird momentan behandelt von Chopper. Ihre Verletzungen waren wohl anscheinend nicht so schlimm. Und hier kommt jetzt wahrscheinlich der geilste Satz in dem Kapitel. Raizo ist auf dem Weg, Ruffy zu befreien. Diese kleine, pummelige Ninja will alleine Ruffy befreien. Entweder hat er eine mega Fähigkeit, mit der er halt stealth-like rein teleportieren kann und wieder raus teleportieren kann. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, wie er das machen will. Also sorry. Bisher kam er eher wie rüber wie so ein safer Lappen. Aber gut, lassen wir uns mal überraschen, was Mastermind Oda wieder da im Petto hat. Wir wissen es ja nicht. Dann springt diese ganze Szene nach Onigashima, dort wo Kaido regiert oder beziehungsweise Kaido lebt. Und wir sehen Jack, welcher mit zwei Riesen spricht. Einer davon ist der König des Feuers, also King. Und der andere ist die Queen der Krankheiten, also Queen the Plague. Also King und Queen, die anderen zwei Kommandanten Desaster von Kaidos Armee. Beide hacken ziemlich auf Jack rum, weil diese in letzter Zeit wohl ziemlich versagt hat, wie wir es gesehen haben. Auf So hat er versagt, auf Wano Kuni hat er nicht wirklich was gebracht. Anscheinend haben King und Queen eine ähnliche Beziehung zueinander wie Zoro und Sanji. Heiden sich halt wohl mal öfters. Und ganz wichtig, Queen ist ein Mann, denn Jack nennt beide Brüder. Oh mein Gott, ich sehe schon kommen. So ein Transenriese. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ja, auf jeden Fall. Damit ihr wisst, was die denn so ungefähr für eine Beziehung zueinander haben. Also Queen sagt zu King, shut up, you torture loving hentai asshole. Ja gut, wir kriegen auch eine kurze Beschreibung zu ihrem Aussehen. King hat schwarze Federn und trägt einen schwarzen Anzug und eine schwarze Maske. Anzug und Maske. Passt jetzt nicht so unbedingt da rein. Und er hat eine Flamme auf seinem Rücken. Und Queen, die Beschreibung ist mega, also die passt wie die Faust aufs Auge wahrscheinlich. Ich habe noch keine Spoiler-Picks gesehen, aber bei der Beschreibung kann man sich einfach nichts anderes vorstellen. Und zwar wird Queen beschrieben als fett und kahl. Er ist einfach fett und er hat keine Haare. Für alle, die nicht wissen, was kahl bedeutet. Dann kriegen wir noch einen kurzen Überblick, was denn die Coverpage uns verbringt. Und zwar Perona und ein paar schwarze Katzen benutzen Mihawks roten Wein, um Sangria zu machen. War wohl wieder ein Request von irgendeinem Fan. Das wollte wahrscheinlich irgendein Fan haben. Es ist halt mega krass, was jetzt alles passiert. Wie schon angekündigt, Akt 2 nimmt sofort an Fahrt auf. Wir kriegen Blackbeard, wir kriegen sein Kopfgeld. Absalom stirbt. Shiryu hat eine neue Frucht, die Unsichtbarkeitsfrucht, mit der er natürlich wieder mega stark sein wird. Wir sehen King, wir sehen Queen, die beide wohl ziemlich abstrakte Charaktere sind.
Blackbeard sagt es, der Riesenkrieg steht bald bevor mit den ganzen Supernovaen, mit Strohhut Ruffy, mit Kaido, mit Big Mom, die kommt. Die Reverie geht total ab. Ein Kampf Admirale gegen Kommandanten der Revolutionsarmee. Was können wir mehr erwarten? Ich bin schon so gespannt, wenn morgen das richtige Kapitel rauskommt. Gleich mal morgens lesen. Such dich, such dich. Ja. Das waren jetzt auf jeden Fall mal die Spoiler. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir doch wie immer mit einem Daumen nach oben und einem kleinen Klick auf dem Abo-Button, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, schaut doch bei mir vorbei. Einmal auf meine Social Medias, Instagram für mehr Privates, Facebook und Twitter für meine Videos. Oder bei Steam, falls ihr mal wissen wollt, was ich denn momentan zocke. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein.